Guten Morgen und herzlich willkommen zum etwas anderen Frühstücksmeeting. Mein Name ist Jan Walter und ich arbeite bei der Masterflex Group. Heute spreche ich mit Experten zum Thema Lebensmittelsicherheit und Schlauchprodukte, Schlauchlösungen. Eins kann ich verraten, mir war gar nicht so bewusst, wie viele Schläuche zu alltäglichen Frühstücksmomenten und zum Genuss beisteuern. Ich freue mich auf den Austausch. Bis gleich. So, meine Gäste sind eingetroffen und bestens gelaunt. Herzlich willkommen. Ich darf vorstellen, Martin Brück, Geschäftsführer der APT aus Düsseldorf und unser Key Account Manager Food Pharma Simon Zopke. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, hallo. Ja, wir sehen, der Tisch ist reich gedeckt und viele Lebensmittelkomponenten stehen hier bereit. Natürlich verteilen wir alles am Ende, was wir nicht aufschaffen. Und ich komme einfach mal zur ersten Frage. Vielleicht erst Herr Zopke, dann Herr Brück. Welche Frühstückskomponente macht Sie eigentlich morgens ganz besonders glücklich? Besonders glücklich machen nämlich die Komponenten, die um den Tisch herum sitzen, also sprich Familie, Freunde. Aber ansonsten, ja, der deutsche Klassiker, die Brötchen. Ja, ich kann mich Herrn Zopke hier nur anschließen. Und alles, was wir hier am Tisch vorfinden, das ist genau das, was ich auch für den Start, für einen guten Start in den Tag brauche. Allerdings beginnt das Ganze mit einem guten Kaffee, den ich unbedingt brauche, damit meine Maschine ins Rollen kommt. Ja, ich glaube, da sprechen Sie ganz vielen Menschen in Deutschland aus der Seele. Bei mir ist es das Müsli. Wenn ich die Lebensmittelkomponenten vor mir hier sehe, können Sie mir ein Produkt nennen, welches durch Masterflex Group Schläuche gefördert wird? Soll ich erst? Ja, gerne. Ja, also es gibt tatsächlich hier eine Vielzahl, die ich sehe, aber rauspicken möchte ich mir den geliebten Kaffee. Aus einem Kaffeevollautomaten, da wird der Kaffee eben mittels einem APT-Schlauch gefördert. Ja, das kann zum Beispiel so ein dreidimensional geformter Schlauch sein, der erst als Klatschschlauch produziert wird und dann entsprechend der Anforderungen der Kaffeevollautomatenhersteller geformt wird. Das wäre ein Beispiel. Das heißt für mich als Laie, die sind wahrscheinlich temperaturbeständig, sind weichmacherfrei, damit der Kaffee am Ende auch so schmeckt, wie er schmeckt. Genau, es muss geschmacksneutral sein, es muss sehr leicht zu reinigen sein und sehr lange funktionsfähig auch sein, damit wir alle lange Spaß an diesen teuren Kaffeevollautomaten haben. Simon Zopke, was würden Sie wählen? Wir könnten jetzt alle Produkte hier, die auf dem Tisch liegen, wählen und in Verbindung bringen mit Masterflex-Produkten. Ich würde wieder zurückgehen zum Brötchen, zum Mehl, das dafür benötigt wird. Dafür haben wir dann natürlich auch unsere Schläuche im Einsatz, die das Mehl fördern. Hier ist es wichtig, dass wir unter anderem gewährleisten, dass diese Schläuche durchgeerdet sind, ob der Schlauch dann antistatisch zusätzlich ist oder dann eben auch mit der kompletten Erdung unter einem Anguss, dass die Sicherheit für den Kunden einfach besteht. Welcher Werkstoff hatte dieser Schlauch, den Sie gerade gezeigt haben? Das ist ein PU-Schlauch aus dem Hause Masterflex in Gelsenkirchen. Ja, sehr interessant. Weiß einer von Ihnen, wie hoch der Umsatz von in Deutschland produzierten Nahrungs- und Futtermitteln eigentlich ist? Ups, die Frage, die schiebe ich sehr gerne an den Experten Simon Zopke weiter. Der kennt den Markt besser als ich. Vielen Dank, Herr Brück. Gar kein Problem. Also in Deutschland werden ja sehr, sehr viele Lebensmittel und auch Futtermittel produziert. Und es leben ja auch natürlich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, in Europa. Das heißt, wir können da ungefähr jährlich unterschiedlich von 100 bis 200 Milliarden ausgehen pro Jahr. 2021 waren es sogar 165 Milliarden und das ist schon wirklich gewaltig. Ja, Deutschland ist einer der größten Lebensmittelexporteure und das ist auch einer der Gründe, warum die Masterflex Group sich dazu entschieden hat, diesen Markt als adressierten Wachstumsmarkt für die Gruppe auszuwählen. Und das ist auch der Grund, warum wir mit sehr vielen innovativen Lösungen am Markt präsent sind. Jetzt habe ich auch schon rausgehört, dass wir ganz viele verschiedene Schlauchtypen für verschiedene Anwendungen fertigen, gerade für die Lebensmittelproduktion, Lebensmitteltechnik. Oft sind die Schläuche versteckt und wir kriegen das gar nicht so bewusst mit, wenn wir hier am Frühstückstisch sitzen und die ganzen leckeren Lebensmittel verzehren. Ich als Laie frage jetzt einfach mal, darf man ohne gültige oder ohne Lebensmittelzertifizierung eigentlich in Deutschland oder in Europa produzieren? Nein, also das ist genauso, wie wenn ich ein Auto fahren würde, ohne eine gültige TÜV-Plakette. Genauso ist es auch bei den Schläuchen. Schläuche müssen validiert, getestet sein und das auch wiederkehrend. Ja, glücklicherweise ist das nicht der Fall. Tatsächlich, es braucht die Zertifizierung. Hier geht es um die Sicherheit von uns allen, unseren Kindern. Und ohne klare Spezifikation oder Zertifizierung ist die Grundlage einfach nicht gegeben. Ja, sehr spannend. Was sind denn so die wichtigsten und gängigsten Zertifizierungen für Lebensmittelschläuche?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil oft ist ein Missverständnis hinsichtlich Compliance und wirklich Approval, Freigabe der Produkte. Compliance ist die Voraussetzung vom Rohstoff und die Freigabe, dafür haben wir als Hersteller des Schlauches zu sorgen. Und für die Lebensmittelindustrie ist essentiell die FDA, also Food and Drug Administration und NSF, Trinkwasserzulässigkeit. Ich denke. Ja, da kann ich dran anschließen. Also Trinkwasser ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es einfach so das wertvollste Lebensmittel ist, was wir haben. Und da wäre in Deutschland zum Beispiel die KTW. Ansonsten würde ich mich so als wichtigste Norm so ein bisschen auf die EU 10, 20, 11 berufen, genau, wo dann einfach das fertige Produkt getestet wird und nicht nur der Rohstoff. Das heißt, wir haben Erkenntnisse, wie einfach das fertige Produkt bewertet wird. Und dann damit auch die Sicherheit gegeben ist zu diesem Produkt. Ja, ja, ich höre schon raus, der Zertifizierungsdschungel ist sehr groß. Aber auch schön zu hören, dass man sich direkt an Sie als Experten wenden kann, wenn man Fragen hat zu den einzelnen Zertifizierungen, zu den Produkten. Und alternativ sind die ganzen Zertifizierungen wahrscheinlich auch auf den Produktdetailseiten in den Datenblättern einsehbar, richtig? Ganz genau. Alle Kollegen im Vertrieb sind darüber informiert. Und falls es Fragen geben sollten, die sehr spezifisch sind, dann sind sowohl der Herr Brück als auch meine Wenigkeit immer für den Kunden da. Prima. Ja, Herr Brück, ich höre schon raus, das Thema Zertifizierung ist sehr umfassend. Ja. Was ist neben gültigen Zertifizierungen denn noch zu beachten? Ja, es ist ein extrem strikter Kontrollmechanismus erforderlich. Unsere Kunden erwarten eine lückenlose Transparenz, eine Rückverfolgbarkeit, dass man im Worst Case wirklich bis zur Quelle des Produktes zurückverfolgen kann. Und das können wir garantieren. Wir haben eine 100%ige Rückverfolgbarkeit. Aber es geht noch darüber hinaus. Es geht um das Thema Verpackung, wie werden Produkte gelagert, wie werden sie gehandelt. Beispielsweise haben wir noch extra Verschlusskappen, damit keine Verunreinigung in die Schläuche kommt. Zum Teil haben Kunden Anforderungen, dass sie doppelt verpackt werden. Und das muss alles validiert werden, spezifiziert werden. Und so, dass auch unser Produktionsteam genau weiß, was zu tun ist für diesen Kunden, für diesen Markt. Also sehr umfangreich. Sehr spannend. Ja. Herr Brück, um da anzuschließen, in Verbindung mit der APT ist mir der Begriff Rohstoffzertifikat schon öfter zu Ohren gekommen. Können Sie so ein Zertifikat vielleicht mal kurz erklären? Sehr gerne, ja, das ist extrem wichtig. Es ist letztendlich das Zertifikat des Rohstoffs in der Qualität, die wir brauchen. Das ist eine Vereinbarung mit einem Rohstofflieferanten zwischen der APT und eben unseren Lieferanten, unseren Partnern. Und dort ist eine gewisse Bandbreite von unterschiedlichen Produktcharakteristiken festgelegt, mit denen wir sehr gut arbeiten können. Das heißt, wir haben ein gewisses Produktionsfenster in unseren Exkursionstechnologien und dafür brauchen wir bestimmte Werte und die müssen garantiert sein. Die kriegen wir garantiert mit jeder Charge, die geliefert wird. Und darüber hinaus können wir innerhalb der APT auch diese Werte gegenprüfen. Wir haben also im Labor beispielsweise sogenannte MFI-Geräte, wo wir das auch nochmal gegenprüfen können mit sporadischen Untersuchungen. Damit ist einfach sichergestellt, dass der Rohstoff zum einen die Compliance mitbringt, aber zum anderen eben auch die technischen Charakteristiken. Und unseren Kunden empfehlen wir grundsätzlich, gerade wenn es in sensible Bereiche wie Lebensmittelindustrie geht, dass sie sich von ihren Lieferanten die zeitnahen, aktuellen COAs, die Certificates of Analysis, zeigen lassen. Denn nur dann können sie auch wirklich belegen, dass es sich um diesen einen Rohstoff handelt, der eingesetzt werden soll. Herr Brück, Sie haben gerade so genüsslich am Kaffee genippt. Dazu komme ich gleich. Die APT ist auch durch ihre Flurkunststoffe bekannt am Markt. Welche einzigartigen Vorteile haben denn diese Schlauchtypen für den Lebensmittelsektor? Können Sie das kurz beschreiben? Ja. Ich steige kurz ein bisschen ein in die Flurkunststoffe. Die Flurkunststoffe, die haben einen einzigartigen Vorteil, denn so wie sie im Reaktor hergestellt werden, also polymerisiert werden, bringen sie bereits eine Vielzahl sehr schöner Attribute, ohne dass man irgendwelche Füllstoffe oder Weichmacher zugeben muss. Wenn wir das Thema dann auf den Kaffee-Herstellungsprozess reduzieren, dann kann man sagen, was braucht man, um einen guten Espresso zu machen? Man braucht Druck, also eine gute Espressomaschine braucht 15 Bar plus. Das heißt, der Schlauch muss druckstabil sein. Dann wollen wir alle, dass der Schlauch immer wieder schnell gereinigt werden kann. Wie wird er gereinigt? Mit einem Reinigungsmittel. Das ist zum Teil aggressiv und oft
zu aggressiv für Nicht-Flurkunststoffe. Aber die Chemikalienresistenz der Flurpolymere steht dem nicht im Weg und hilft für eine schnelle Reinigung. Dann kennen wir alle den sogenannten Lotus-Effekt. Und diesen Effekt haben Sie auch beim Flurpolymer. Das heißt, Flurpolymere haben eine sehr niedrige Oberflächenenergie. Und dadurch haben sie eine hohe Antiadhäsivität, sprich, es bleibt nichts haften. Teflon, ne, die Teflonpfanne beispielsweise. Ein geschützter Name von Chemours. Und selbstreinigendes Verhalten, Temperaturstabilität sowohl im kalten, aber auch im Heißbereich. Und dadurch auch die Sterilisierbarkeit der Produkte und die Druckstabilität. Das wären Attribute, die von einem Produkt in ungefüllter Version bereits erfüllt werden. Das heißt, das sind quasi Premium-Kunststoffe auf einem ganz hohen Niveau? Definitiv, ja. Jetzt weiß ich, warum George Clooney so gerne den Nespresso trinkt. Genau. Ja, Herr Brück, jetzt sehe ich hier am Frühstückstisch auch ein paar Schlauchmuster liegen. Stichwort FEP, PFA-Schläuche. Mhm. Wo werden diese Glattschläuche oder Formschläuche eigentlich eingesetzt? Jetzt in Bezug auf die Lebensmittelbranche, meinen Sie? Hm? Genau, also vielleicht vorweg, es ist nicht notwendigerweise so, dass die Schläuche nur dann eingesetzt werden, wenn sie ein Lebensmittel fördern von A nach B, sondern in der kompletten Peripherie der Lebensmittelstraße. Also die Hersteller von Lebensmitteln achten darauf, dass der gesamte Bereich mit zertifizierten, lebensmittelechten Kunststoffen dann auch ausgestattet ist. Und ja, über das Thema Kaffee haben wir ja schon eingängig gesprochen. Das ist eine typische Anwendung hier, wo wir den Formschlauch haben. Andere Anwendungen sind beispielsweise unter Tisch Wasserdosiersysteme, die sehr im Trend sind aktuell. Hier haben wir also als Kunde die Möglichkeit, das Wasser zu dosieren in Naturform oder in Sprudelform, kalt oder auch heiß, dass wir uns direkt den Tee ziehen können beispielsweise. Hier in dem Fall ist es ein roter Schlauch, der aber auch lebensmittelecht ist. Dann wären wir jetzt in Bayern und wir sind schon ein bisschen zur vorgerückten Stunde hier am Frühstückstisch. Dann könnten wir ein Bier uns genehmigen, durchaus, wird auch damit gefördert. Und hier haben wir jetzt beispielsweise den leckeren Honig. Und ist ganz interessant, denn wenn ich den Honig hier mir so anschaue, dann entspricht das in etwa der Viskosität der Schmelze, wenn man Flurpolymere verarbeitet. Und der Grund dieser hohen Viskosität sind die hohen Molekulargewichte der Flurpolymere von FEP und PFA. Das gibt auch die besonderen Eigenschaften, die Widerstandsfähigkeit. Die mögen eigentlich nicht fließen, deswegen muss man sie auch bei sehr hohen Temperaturen bis nahezu 400 Grad Celsius verarbeiten. Wenn der Schlauch dann hergestellt ist, dann hat er die Attribute, die ich eingangs schon erwähnt hatte. Und eines wäre in dem Fall jetzt im Zusammenhang mit dem Honig die Antiadhäsivität. Und das heißt, der Honig, der muss ja sehr schnell durch den Schlauch gefördert werden und darf nicht verkleben. Und das passiert eben dadurch, indem man Flurpolymere einsetzt. Da bleibt nichts kleben und das hat dann wiederum eine andere Eigenschaft, die ist keine technische, aber ist eine sehr wichtige Eigenschaft, nämlich Kosteneffizienz. Kunststoffe oder Flurpolymere sind in der Regel in der Anschaffung relativ teuer, relativ gesehen zum Polyolefin beispielsweise, aber im Einsatz sehr kosteneffizient, weil sie sehr schnell zu reinigen sind und sehr nachhaltig in der Funktion arbeiten. Herr Zöpke, einmal die Frage an Sie. Ich weiß, Herr Brück hat jetzt schon einiges zu nicht haftenden Oberflächen berichtet. Haben Sie vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen, warum nicht haftende Oberflächen so wichtig sind? Ganz genau. Herr Brück ist schon darauf eingegangen, dass es da auch um die Reinigung der Schläuche geht, dass da natürlich nichts haften bleiben darf, damit auch keine Kontamination unter Umständen geschieht, dass wir zwei Stoffe haben, die sich vermischen, die sich auch nicht vermischen dürfen. Ja, ansonsten ist es auch sehr wichtig, dass wir die Hydrolysebeständigkeit oder die chemische Beständigkeit im Schlauch beachten. Es darf kein Stoff aus dem Schlauch raus migrieren. Ja, das heißt, wenn meine Kinder jetzt die Nuss-Nougat-Creme essen, dann soll die auch bitte nach Nuss-Nougat-Creme schmecken und nicht nach einem Schlauch. Ja, das sind Kleinigkeiten, aber die sind sehr wichtig. Und mit einer Migrationsprüfung wird genau das untersucht, was geht aus dem Schlauch an Materialien irgendwo heraus. Und dieses wird auch eingetaktet in genauen Zeiten, in genauen Temperaturen, sodass wir eben sicher unsere Nuss-Nougat-Creme essen können, ohne irgendwie Bedenken haben zu müssen.
Jetzt nochmal eine etwas andere Frage. Was schätzen Sie, wie viel Tassen Kaffee weltweit pro Tag so getrunken wird? Das ist eine richtig gute Frage. Da kann ich als Nicht-Kaffeetrinker auch gefühlt nicht weiterhelfen. Ich müsste einfach mal schätzen und sage 4 Milliarden. Ja, ich glaube etwas weniger, aber es geht sicher in die Richtung um die 3 Milliarden, schätze ich, ja. Ja, fast richtig. Es sind tatsächlich 2,6 Milliarden Tassen pro Tag. Ich finde das unglaublich. Ja, allerdings. Ja. Aber nochmal zurück zu den Lebensmittelschläuchen, Herr Zopke. Ja. Der Hygieneaspekt ist für die Masterflex-Gruppe, für die Produktion der Schläuche sehr relevant. Wie gewährleisten wir eigentlich die Hygiene unserer Produkte? Man muss da vielleicht einen anderen Ansatz erstmal nehmen. Letztendlich ist jedes einzelne Unternehmen verpflichtet, sobald es Verunreinigungen gibt von den Lebensmitteln, diese sofort zu melden. Warum ist das Ganze so? Wir kennen Rückrufaktionen und Ähnliches. Diese Rückrufaktionen, die kommen nur, weil die Unternehmen bestimmte Vorfälle melden müssen. Und das ist auch bei uns genauso wichtig. Herr Brück hat es vorhin gut erklärt, wir produzieren nach GMP. Das heißt, auch der Fertigungsprozess, den wir haben, der ist validiert und auch selbst die Reinigung von unseren Werkzeugen, die erfolgt nach einem bestimmten Schema. Das heißt, wir fangen schon, bevor die Lebensmittel unsere Schläuche berühren, an, die Qualität zu gewährleisten. Ob das unser Rohstoff ist, der Fertigungsprozess oder, wie der Herr Brück auch schön beschrieben hat, die Verpackung von unseren Schläuchen. Das heißt, wenn es einen etwaigen Rückruf bei einem lebensmittelproduzierenden Betrieb gibt, droht ein Image-Schaden, es droht ein hoher Kostenverlust, es droht vielleicht sogar ein Produktionsstillstand. Auf jeden Fall ist es nicht gut und wir sind quasi auch schon in der Verantwortung, wie der Produktionsbetrieb selber, dass wir auch vorab die Qualität unserer Schläuche einfach gewährleisten, richtig? Ganz genau, vollkommen richtig. Herr Zopke, ich sehe hier ganz viele verschiedene Schlauchtypen. Aus welchen Materialien, neben den bereits von Herrn Brück angesprochenen Fluorkunststoffen, werden die Schläuche eigentlich gefertigt? Da gibt es eine Vielzahl von Materialien. Wichtig ist, dass wir dann natürlich die korrekten auswählen. Bei der Novoplast und bei der Masterflex werden Polyurethane für den Food-Bereich hauptsächlich verarbeitet. Es gibt dann natürlich auch ein PE nebenher. Aber wenn wir aufs PU zurückkommen, dann unterscheiden wir hier zwischen Ester- und Ether-Materialien. Wir nutzen ein Ether-Material, was dann automatisch bestimmte Eigenschaften mit sich bringt, die schon mal eine Food-Zulassung vereinfachen. Letztendlich wird das Ganze nochmal komplett geprüft. Aber wir hören da nicht auf. Das heißt, selbst hier bei diesem Schlauch, die Farbe zum Beispiel, ist auch foodkonform. Oder nehmen wir diese Lösung hier. Auch der Anguss oder auch die Edelstahlkupplung sind auch konform. Das heißt, für so ziemlich jede individuelle Kundenlösung haben wir immer eine Antwort parat. Das heißt, wir haben für jeden Anwendungsfall den passenden Schlauch, das passende Schlauchsystem und eine individuelle Sonderlösung. Selbst wenn wir den Schlauch jetzt nicht haben, wir können kreieren. Herr Zopke, Herr Brück, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir frühstücken gleich noch lecker weiter. Vielleicht einmal ganz kurz, Herr Zopke, wie erreicht man Sie als Global Key Account Manager Food Pharma am besten? Am besten funktioniert das letztendlich über die E-Mail, über das Kontaktformular auf unserer Landingpage, aber auch telefonisch. Wichtig ist aber zu sagen, wir arbeiten Hand in Hand, egal in welchem Unternehmen der Masterflex-Gruppe Sie Ihre Bedarfe haben oder sehen. Ich bin gerne für Sie bereit, Ihnen zu helfen. Und auch wenn ich mal nicht weiter weiß, wir haben Kollegen, die helfen Ihnen definitiv weiter in Fragen.